Je langsamer ich spreche, desto besser können Sie mich verstehen. Und je schneller ich spreche, desto weniger gut können Sie mich verstehen. Logisch. Ja, hallo? Hi. Ja, und kommst du noch? Ja, alles klar. Ob du noch was mitbringen sollst? Ja, im Prinzip, je mehr Bier, desto besser. Ja, okay, cool. Dann bis gleich. Tschüss. Je desto oder je umso. Wie funktionieren diese Sätze? Was bedeuten sie? Und wie kann man sie auch kürzer formulieren? All das erfahren Sie in diesem Video. Bis gleich. Heute sehen wir uns zuerst einmal an, wie funktionieren diese kompletten Sätze mit Nebensatz und Hauptsatz. Und als zweiten Punkt haben wir dann eine kürzere Form, wo wir eigentlich nur noch den Nebensatz haben. Und als drittes eine ganz, ganz, ganz kurze Form, wo wir nur noch vier Wörter brauchen, um dieses System anzuwenden. Bleiben Sie dabei. Also, erstens, Nebensatz und Hauptsatz. Am Anfang haben wir gehört, je langsamer ich spreche, desto besser können Sie mich verstehen. Sie sehen, es gibt hier zwei Aktionen, nämlich langsam sprechen und Sie verstehen mich. Und diese zwei Dinge stehen jetzt in einer Relation. Ich spreche langsamer. Und Sie verstehen mich besser oder einfacher. Das ist, denke ich, schon mal klar. Also das ist die Basisfunktion von je desto oder je umso. Ich setze zwei Dinge in eine Relation. Und jetzt sehen wir uns ein bisschen die Struktur an. Die ist nämlich bei diesen Sätzen sehr, sehr strikt und sie ist immer gleich. Also hier gibt es wenig Flexibilität, wenn Sie so wollen. Je langsamer ich spreche, Komma, desto einfacher können Sie mich verstehen. Sie sehen vielleicht, dieser erste Teil ist ein Nebensatz. Er beginnt mit je und dann endet er mit dem Verb. Je langsamer ich spreche, Komma, desto einfacher können Sie mich verstehen. Und dieser zweite Teil wäre der Hauptsatz. Bei diesen Sätzen haben wir immer zwei Adjektive, und zwar im Komparativ. Falls Sie nicht genau wissen, was ein Komparativ ist, auch dazu haben wir ein Video und das stelle ich Ihnen gerne in die Beschreibung von diesem Video. Also, je langsamer ich spreche, desto einfacher können Sie mich verstehen. Und genau, und diese Struktur ist immer gleich, je Adjektiv im Komparativ, bla 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 bla, Verb, Komma, desto oder umso, Adjektiv im Komparativ und danach kommt normalerweise das konjugierte Verb von unserem Hauptsatz. Also noch einmal, je langsamer ich spreche, desto einfacher können Sie mich verstehen. Mehr Beispiele. Je älter ich werde, desto weniger Haare habe ich. Kann passieren. Zum Glück bin ich noch nicht sehr alt. Was ist hier anders? Sie sehen, die Struktur ist genau gleich eigentlich. Je älter ich werde, also Nebensatz, Komma, desto weniger Haare
habe ich. Desto weniger Haare habe ich. Und hier müssen Sie beachten, bei diesem Hauptsatz, weniger Haare, das gehört zusammen. Diese zwei Elemente, weniger und Haare. Und erst dann kommt das konjugierte Verb vom Hauptsatz. Desto weniger Haare habe ich. Okay. Noch mehr Beispiele. In den meisten Ländern funktioniert das Steuersystem so. Je mehr Geld man verdient, umso mehr Steuern muss man bezahlen. Außer Sie haben ein Konto in den Cayman Islands. Oder je konzentrierter Sie arbeiten, desto weniger Fehler machen Sie. Zweiter Punkt, kürzere Versionen. Sie werden manchmal auch hören und lesen und sehen, dass es Sätze gibt, die hier nicht ganz komplett sind, sondern wo Sie nur den Nebensatz haben und dann zum Beispiel desto besser. Wie zum Beispiel, je mehr Sprachen du verstehst, desto besser. Wir haben hier eine Form, die nicht ganz komplett ist, aber alle verstehen. Also ist das ja genug. Komplett wäre es zum Beispiel, je mehr Sprachen du verstehst, desto besser ist es für dich. Okay, aber das ist logisch. Das heißt, diesen Teil können wir einfach auslassen. Es gibt ein paar Speisen, die schmecken immer besser, wenn man sie länger kocht. Ich weiß nicht, ob Sie Gulasch kennen, auf jeden Fall. Je länger man das Gulasch kocht, desto besser. Und dann muss ich auch nicht sagen, desto besser schmeckt es, weil was soll das Gulasch schon machen? Es schmeckt gut. Aha, okay. Und wir kommen auch schon zum dritten Punkt und das wäre die ganz, ganz kurze, reduzierte Version, die auch sehr einfach ist und die nur noch die Elemente je, desto und zwei Adjektive im Komparativ hat. Zum Beispiel für Basketballspieler. Je größer, desto besser. Deshalb bin ich so gut im Basketball. Oder sparsame Menschen, also Menschen, die nicht gerne Geld ausgeben, denken sich, je günstiger, desto besser. Oder wenn Sie über Wohnungen in der Stadt sprechen, dann ist es meistens so, je zentraler, desto teurer. Und natürlich auch, je größer, desto teurer. Diese reduzierte, diese kurze Version funktioniert natürlich auch, wenn der Kontext klar ist. Man verwendet es dann mehr beim Sprechen und tendenziell nicht viel beim Schreiben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wie immer hoffe ich, es hat Ihnen gefallen. Sie können uns auch gerne besuchen kommen auf Facebook und Instagram. Je mehr Follower, desto besser. Und ja, wir freuen uns auch über Ihre Kommentare und Reaktionen. Und tschüss, Dankeschön.